So, heute mache ich weiter mit den sieben Köpfen des Tieres aus der Offenbarung 13 aus der Bibel. Und hier zeige ich jetzt nochmal die Positionen auf. Der Erzbischof von Trier war also als Kanzler für Burgund eingesetzt, in seiner weltlichen Position als Kurfürst und Erzbischof von Trier. Heute nehmen wir allerdings Köln unter die Augen. Trier haben wir ja schon hinter uns. Trier, der Erzbischof von Köln als Kanzler, Köln nehmen wir heute vor, genau. Also der Erzbischof von Köln als Kanzler für Reichsitalien. Seit Otto dem Großen 936 bis zur Krönung König Ferdinands 1531 wurde der König in der Pfalzkirche von Aachen gekrönt. Diese von Karl dem Großen gegründeten Kirche lag im Territorium des Kölner Erzbischofs, sodass dieser den König zu krönen hatte. Also schon eine sehr wichtige Aufgabe, das Erzbistum Köln. Also Kurköln, auch Erzstift und Kurfürstentum Köln, eines der ursprünglich sieben Kurfürstentümer des Heiligen Römischen Reiches. Es bietet den weltlichen Herrschaftsbereich der Erzbischöfe von Köln, bla bla bla. So, also wichtig ist die Hauptstadt bzw. seine Haupt- und Residenzstadt war ab 1975 Bonn, ja, und da seht ihr es auch schon, da ist auf jeden Fall schon das Tier im Zeichen enthalten. Und bei der Graf, hier, an die Grafschaft Mark grenzt es ebenfalls an und da könnt ihr auch wieder, ich nenne es jetzt mal, ab jetzt nenne ich das die typischen Merowingerflügel. Denn ihr habt es gesehen, wenn man Mero und Winger oder Mero-Winger bei Google Übersetzer mit Lateinisch-Deutsch eingibt, dann, ja, dann passt das. So, jetzt muss ich dazu vielleicht vorher ein bisschen was erklären. Und zwar bereits seit 1028 stand dem Erzbischof von Köln das Recht der Königskrönung zu. Das Problem ist aber, dass das Wappen, und das ist eben das, die richtige Wappenzeit, als die Leute anfingen, ihre Familiengeschichte und ihren Adelsstand und sowas auf Wappen festzuhalten, begann eben erst Anfang des 12. Jahrhunderts. Das bedeutet so ab dem Jahr 1100. Nicht 1028, sondern das Jahr 1100 ist dann praktisch so der Anfang des 12. Jahrhunderts. Das heißt also, in der Liste der Erzbischöfe rutschen wir dann natürlich auch vor bis ins Jahr 1100, um sicher zu sein, dass wir die Chance haben, überhaupt irgendwelche Wappen zu finden. Denn davor war das mit den Wappen einfach nicht üblich. Die Leute hatten Siegelringe oder ja, andere Statussymbole, um ihren Adel zu präsentieren nach außen hin. Aber Wappen kamen eben erst ab diesem Datum in Mode. So, ich habe dann auch den Friedrich von Schwarzenburg also als Nummer 1 gewählt. Aber da sieht man auch einfach, Entschuldigung, da sieht man auch einfach, dass damals mit der Wappenkunde eben noch nicht so weit hergeholt war. Und habe dann das Schwarzenburg Adelsgeschlecht gegoogelt. Die haben auch wirklich nur das und auch sonst nichts Verwertbares, sage ich jetzt mal. Auch hier Schwarzenburg Adelsgeschlecht nochmal durchgecheckt. Ihr seht, es ist das gleiche Wappen, ältere Linie. Auch da, die Wappen damals, ja, standen, sage ich mal, noch in den Kinderschuhen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt komplett ausgestorben ist, das Geschlecht, oder ob es die noch gibt, oder ob die deshalb nie ihr Wappen auch erneuert haben, aus was für Gründen das dann halt. Aber auf jeden Fall scheint es auf dem Stand geblieben zu sein, denn auch die Wikipedia-Seite zeigt genau dieses Wappen an. So, dementsprechend brauchen wir uns dem nicht länger widmen. Deshalb rutschen wir jetzt weiter zu Bruno und von Berg und zum Sponheim machen wir jetzt in einem Rutsch. Also Bruno von Berg aus dem Hause Berg, Haus Berg. Erstmal unauffällig, aber wenn man runterscrollt, sieht man schon, habe ich auch gestern im anderen Teil noch kurz am Ende oder in so einem Zwischenteil habe ich es noch kurz am Ende gezeigt. Also hier das Tier wieder. Und dann der nächste, wie gesagt, machen wir im Schnelldurchlauf Hugo von Sponheim, habe ich auch schon aufgeschlagen, auch hier erstmal unauffällig. Aber das Sponheim-Wappen, und das finde ich auch schön, hier wird nämlich nochmal bestätigt, dass ich auch mit den Pfauenfedern richtig liege, sie benutzen sie andauernd wieder. Hier hätten wir die 5 Punkte rechts, 5 Punkte links, könnte ein Hinweis auf die 10 Reichsfürsten sein, allerdings nur 6 Pfauenaugen rechts und 6 Pfauenaugen links. Und eigentlich sind es ja 7 Kurfürsten, allerdings könnte diese Figur als Ganzes ja die Nummer 7 sein. Er und die 6 Kurfürsten, die mit ihm wahlberechtigt sind. Könnte sein. So, und das ist jetzt auch sehr schön. Da kann man nämlich sehen, wie so ein Wappen evolutioniert. Für mich ist übrigens der Hinweis mit den Pfauenfedern auch immer ein Hinweis der Merowinger Blutlinie.
Denn alle Augen führen letztendlich zum gleichen Tier beim Pfau, zum gleichen Lebewesen. Dementsprechend gehört alles zum gleichen Stammkörper. Ist für mich ein Zeichen zur Blutlinie. Für mich. Symbolik. So, und hier kann man sehen, wie das Wappen evolutioniert ist. Hier sieht man dann ganz klar das Tier und die Bischofsmütze. Und ich gehe davon aus, dass sie das Wappen dann eben so gestaltet haben, nachdem sie eben dann diese Bischofswürde in Köln erreicht hatten. Und ja, hier. Wappen der Herzöge von Kärnten aus dem Haus Spanheim, wie es von diesen in ihren regierenden Hauptlinien seit 1246 vorher ein schwarzer Panther auf silbernem Grund geführt und von ihren Nachfolgern in der Kärntner Herzogswürde, den Meinhard, die dann übernommen wurde. Also vermutlich mit Einzug der Bischofswürde. Ihr seht, Moment. So, also auffällig ist halt, dass dieser Sponheim 1137 bereits an der Macht war, also als Kurfürstbischof in Köln, dieses Wappen aber erst 1246 dann so angefertigt worden ist. Warum, kann ich nicht sagen, aber damit bringt die Familie zum Ausdruck, hey, wir waren schon mal Kurfürstbischof. So, und so, wer kommt als nächstes? Der Arnold I, da müssen wir mal gucken, welcher Familie er angehört. Erzbischof von Köln, aus einem niederen rheinischen Adelsgeschlecht steht hier. Da muss ich erstmal forschen. Über seine Herkunft können keine genauen Angaben gemacht werden. Es wird angenommen, dass er aus einem niederen rheinischen Geschlecht stammt, Beziehungen zum Kölner Hochadel gehabt hat. Zuletzt wurde dabei von Manfred Groten die Ansicht vertreten, dass Arnold zum Geschlecht der Merxheimer gehören könnte. Okay, die checken wir mal kurz ab. So, Hunoltstein Adelsgeschlecht, beweisbar Uradel 1192. Das erkläre ich euch gleich, was der Unterschied ist, Uradel und normaler oder Briefadel. Und ganz klar die Merowingerflügel. Für mich sind das Merowingerflügel. Es muss nicht zwanghaft stimmen, aber für mich ist das jetzt erstmal so. Und Uradel ist eben alles, was vor dem 14. Jahrhundert zurückdatierbar ist als adlige Familie, erfunden im 18. Jahrhundert in Deutschland, um eben jene Familien zu unterscheiden, die aus jüngeren Adelslinien kommen und aus den älteren. Und warum wollen die älteren Adelslinien sich klar abgrenzen? Weil es Merowinger sind. Kurzer Geschichtscrashkurs. Karl der Große schafft sein, ja, deutsch-römisches, beziehungsweise es war ein römisches Reich, aber es war noch nicht unterteilt in Deutschland und Frankreich, sondern es war das Frankenreich. Und er hat alle anderen Könige oder sonst was, was auch immer da an Machtstrukturen war, hat er komplett vereinnahmt, übernommen und alle seine Nachfolger bilden die Merowinger Blutlinie, die dann die Führungsposition übernommen haben. Und Karl dem Großen, sein Großreich, ist er dann, daraus ist dann das Franken, also Frankreich entstanden und das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und letztendlich, auch wenn das, meiner Meinung nach, war das Heilige Römische Reich deutscher Nation immer ein bisschen mächtiger als als Frankreich. Es gab da natürlich auch viele Erbfolgekriege. Letztendlich sind die Teile, also Karl der Große hat unter seinen Söhnen das Reich aufgeteilt und alles, was daraus entstanden ist, sind die Adligen, die ihr heute kennt. Und je näher sie an Karl dem Großen oder seinen Söhnen direkt da dran sind, umso wertvoller ist ihr Blut. Und die Welfen haben in zweiter Generation den Sohn von Karl dem Großen, haben sie eingeheiratet. Und zwar Ludwig den Frommen hat eine Tochter des ersten Graf von Welf geheiratet. Und somit sind die Welfen und die Karolinger Merowinger, so muss man sagen, die karolingischen Merowinger, seitdem eine Familie. Deshalb sind die Welfen auch so wertvoll. Wichtig ist nur, dass bei Arnold von I eben so wenige Aufzeichnungen bestehen und das Geschlecht der Merxheimer, ob die auch wirklich übereinstimmen mit den Hunoltsteins, das wurde mir aber eben angezeigt. Hab Merxheim gegoogelt und Hunoltstein wurde angezeigt. Also vielleicht sind es die, waren es die, whatever. Und ja, die Aufzeichnungen zu diesem Zeitpunkt der Geschichte halt doch noch ziemlich schwer. Merz von Quirnheim, Adelsgeschlecht. Auf jeden Fall auch das Tier an mehreren Stellen zu sehen. Ja, aber auf jeden Fall bei Arnold I kann ich also aufgrund der schlechten Datenlage in dieser Zeit erstmal so gar nichts über ihn an sich wirklich gesichert herausfinden. Wir wissen nicht mal, ob er zu den Merxheimern wirklich gehört und wir wissen auch nicht, ob er zu diesen anderen, die ich da gerade gezeigt hatte, wirklich gehört. Über ihn ist einfach zu wenig bekannt. So, als nächstes haben wir dann Arnold den Zweiten von Wied. Sympathischer Name. Von Wied aus dem gleichnamigen Adelsgeschlecht. Sein Vater ist Medfried von Wied, den habe ich hier schon mal aufgeschlagen, Medfried Wied. Da habe ich aber keinen Wied finden können. Und als ich dann aber nochmal Wied Adelsgeschlecht gegoogelt habe, da kam es dann sofort hier, Fürstentum Wied,
das Tier. Und auch sehr interessant und bestätigt eben auch, was ich im ersten Video gesagt habe mit dem Pfau, das, wo ich das, da war ja noch gar kein, da war nicht wirklich irgendwo ein Pfau zu erkennen, nur die Pfauenaugen. Und auch da hätte man natürlich denken können, vielleicht bilde ich mir die Pfauenaugen ein, aber nein, der Pfau bedeutet für sie symbolisch eben dieses Blutliniending, ne? Also mehrere Augen, aber letztendlich alle von einem Ding. So, das ist dieses Blutliniensymbolik. Ganz, für mich ganz klar, hier sieht man es auch nochmal, das Pfauenrad aufgeschlagen. Also diese Symbolik benutzen sie ganz klar. Und ja, dementsprechend. So, als nächstes hätten wir den von Berg, aber der von Berg ist nur ein Bruder von Erzbischof Bruno von Berg. Und den hatten wir schon. Den Bruno von Berg hatten wir hier. Dementsprechend lassen wir Friedrich von Berg aus und gehen rüber zu Reinald Dassel. Bei den Dassels habe ich nur hier so seinen Papstscheißdreck da gefunden und kommt aus der Grafschaft Dassel, die wiederum haben dieses Wappen. Mehr konnte ich nicht finden. Ich kann da auch keine Symbolik irgendwie feststellen. Nichts für mich würde passen. Die 12 wird hier als Maß genommen, der Punkte. Und die 12 habe ich auch schon öfters mal festgestellt. Könnte mit den 12 Stämmen Israel zu tun haben, auf die sie sich auch des Öfteren mal berufen. Aber auch das ist mir zu vage. Von daher bin ich da vorsichtig. Wichtig ist nur, das Geschlecht wurde aufgrund 1310 infolge von Kinderlosigkeit aufgegeben und dementsprechend gab es da auch nie eine Wappenerneuerung mit Hinweis auf, hey, wir waren mal der Erzbischof von Köln oder sonst was, weil wie gesagt 1310 ausgestorben, aber ganz klar uradelig. Und dementsprechend, wie gesagt, entstand kurz nach der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Das heißt ganz klar uradelig und dementsprechend sehr vermutlich auch eben Merowingerblut. Merowinger inside. So, wer würde jetzt als nächstes kommen? Der Philipp von Heinsberg. Dann gucken wir uns den mal an. So, der Philipp von Heinsberg, lesen wir hier. Philipp war der zweitälteste Sohn von Goswin II., des Herrn von Heinsberg. Ja, und das seht ihr es auch schon, wenn man draufklickt, die Herrschaft von Heinsberg, habe ich hier schon übernommen, die Herrschaft von Heinsberg. Und da sieht man eben wieder das altbekannte Tier. Ist ja lustig. Also für mich ganz klar. Ich muss mittlerweile wirklich sagen, die meisten Menschen wollen sich ja auch nie festlegen. Das sind ja alle, also die sind ja, ne, die können sich halt, sie haben nie gelernt im Leben sich festzulegen. So, ich lege mich fest, das ist das Tier aus der Bibel, aus der Offenbarung 13 und vor allem ihr Stempel, beziehungsweise auch gleichzeitig natürlich ihr Stammwappen, um zu zeigen, dass sie von der Merowinger-Linie abstammen. Über Karl den Großen zwar, aber das spielt keine Rolle, denn der war durch seine Urgroßmutter Bertrada die Ältere selbst auch Merowinger. So, der nächste wäre jetzt Bruno von Berg, den kennen wir aber schon, die von Berg-Familie, die haben wir hier schon ausreichend oft gehabt. Und dann, jetzt ist witzig, jetzt kommt eigentlich Adolf I. von Altena. Das Problem ist, das ist auch nur ein von Berg. Und zwar als zweiter Sohn des Grafen Eberhard von Berg-Altena. Also denn von Berg-Altena ist einfach nur Haus Berg, weitergeleitet von Berg-Altena. Und Haus Berg wissen wir ja schon, so, ne, hier, hier, so, bitteschön, kein Problem. Das heißt, es geht weiter in der Liste mit Bruno, dem vierten von Zain. Und da habe ich hier aufgeschlagen, Bruno von Zain. Und dann stand hier gleich irgendwas, war relativ schnell zu finden. Also an der Seite der Welfen steht hier schon, ah ja, genau, Grafschaft Zain. Und was haben wir da? Das Tier, das übliche Tier. Ja, also ja, auffällig, Merowingerblut. So, normalerweise würde jetzt der Dietrich von Hengelbach kommen, Hengebach. Das Problem ist, es ist nicht belegt. Seine Herkunft und Abstammung sind nicht wirklich geklärt. Sein Name deutet auf die Burg Hengenbach in der Eifel hin. Das ist diese Burg. Die Frage ist halt, macht es halt Sinn, da wirklich nachzuforschen, wenn man nicht wirklich weiß, wen man ihm zuordnen kann. Fakt ist, vermutlich, also mächtig muss er gewesen sein, sonst wäre er nicht in diese Position gekommen. Und ich schätze mal, man kann davon ausgehen, dass er zumindest ja auch Merowinger Blut wohl in sich hatte. Aber in dem Fall, wir können es halt nicht testen. Engelbert von Berg wieder, kennen wir auch schon. Ermordet von einem Verwandten. Habe ich ja gesagt, ist ja bei denen nichts Neues. So, dann kommt hier mal wieder ein neuer Name von Müllenmark. Gucken wir mal da rein, ob wir da was finden. Der nächste No-Name auf der Liste.
Auch über seine Herkunft ist nichts bekannt oder nicht viel bekannt. Ja, leck mich doch am Ärmel her. Was sind denn das für No-Names? Was lassen denn die da für No-Names in diese Positionen rein? Na, sowas. Heinrich von Mühlenmark, teilweise auch von Mollenmark. Okay, das checke ich jetzt halt mal noch irgendwie ab. Ja, also ich habe geguckt, ich konnte nichts finden. Nur sein altes Rittergut, wenn es überhaupt seiner Familie wirklich zuzuordnen wäre. Da würden dann zwei Löwen das Wappen halten. Ja, ich persönlich muss sie ehrlich gesagt auf dem Schild selbst sehen, um auf dem Wappen selbst sehen, um zu sehen, ja, okay, das ist Merowinger Blut. Denn was neben dem Wappen ist, ist nicht ganz so wichtig, wie was auf dem Wappen ist. So, das ist mein Verständnis von Heraldik. Aber wie gesagt, also da sowieso bei ihm heißt, Herkunft, über Heinrichs Herkunft ist nicht viel bekannt. Forst und dementsprechend brauchen wir uns da jetzt auch nicht wirklich mit weiter beschäftigen. Gucken wir einfach mal weiter in der Liste. So, ich habe jetzt Konrad von Hochstaden abgecheckt. Leider, vergesst das nicht, 1261. Wir befinden uns immer noch in der Anfangszeit der Wappengeschichte. In der Anfangszeit. Es wurde gerade langsam üblich, welche herzustellen. Er kommt aus dem Haus Are, Are, Are Hochstaden. Ich habe das abgecheckt. Ja, angeblich schon bekannt seit dem Jahr 930, aber als Gaugrafen. Ich weiß nicht, wie hoch die Position eines Gaugrafen ist. Das habe ich noch nie gehört. Aber die Jahreszahl, das sind knapp 100 Jahre nach Karl dem Großen. Also, würde mich schwer wundern, wenn diese Familie nicht auch Merowingerblut in sich gehabt hätte. Vom Datum her einfach, das ist ja sehr nah dran alles an Karl dem Großen. Also zeitlich gesehen sehr nah dran an Karl dem Großen. Ein Wappen, ich habe geschaut, ich konnte kein Wappen finden zum Haus Are hier in Niedersächsisches. Es ist niedersächsisches Adelsgeschlecht, das heißt aber nicht, dass es irgendwie vom Are abstammt oder so. Es ist nur, was Wikipedia halt als zweites vorschlägt. Und dementsprechend, weil ich halt hier Haus Are Wappen und den. Und es gab ein Adelsgeschlecht, das hatte den Namen Haus. Und deswegen schlägt Wikipedia beides vor. Ja, dumm gelaufen, ich konnte kein Wappen finden. Wie gesagt, ist immer noch die Anfangszeit der Wappengeschichte. So, Falkenburg, ich meine, den Namen hatten wir auch schon. Nee, Schwarzenburg, sehe ich hier hatten. Dann gucke ich mal bei Falkenburg jetzt. Engelbert II. Von Falkenburg. Was können wir denn über den rausfinden? Engelbert von Falkenburg, er war der jüngste Sohn des Grafen Dietrich von Heinsberg und Falkenburg. Und jetzt gucken wir Grafschaft von Heinsberg. Hatten wir das nicht vorhin schon mal? Auf jeden Fall. Was ist das? Was seht ihr da? Das Tier. Und wie ihr wirklich, es müsst ihr euch auffallen, es ist immer das gleiche Tier. Also hier haben wir es mit Merowingern zu tun. Also ich sage ganz klar, damit sagen sie von sich selbst, das ist unser Stammvater, der Merowich, das Tier, das aus dem Meer kam. Mit diesem Zeichen bringen wir das zum Ausdruck. Während die Bibel es als das Tier Nummer 1, das Tier, das aus dem Meer kam, mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern, auf jedem der Hörner trug es eine Krone. Das ist eben dieses Wahlsystem, 7 Kurfürsten, 10 Reichsfürsten und alle davon tragen ihren Kurhut, ihre Kurkrone. Ja, und somit trifft ja beides zu. Es stimmt wohl, die Offenbarung 13 aus der Bibel trifft auf dieses Ding, auf die Merowinger-Blutlinie zu und eben sie selbst bringen es eben auch ganz klar zum Ausdruck. So, der nächste in der Liste ist dann der Siegfried von Westerburg. Da habe ich abgecheckt. Westerburg, Adelsfamilie Runkel, Lahn und Westerburg. Und da konnte ich erstmal nichts wirklich Auffälliges finden, außer der typische Hinweis aufs Römische Reich Deutsche Nation durch den Reichsadler hier. Aber die sind ausgestorben. Und zwar wird es hier in dem Text klar, als Gräfin Margarete von Leiningen Westerburg aus dem Haus Runkel Westerburg starb, fiel der gesamte Westerburger und Leininger Besitz an ihren Enkel Reinhard. So, und das ist die Linie, die wir hier haben. Leiningen, Adelsgeschlecht. Da habe ich geguckt, was die hier so für Wappen haben. Konnte ich erstmal auch nicht wirklich irgendwas entdecken, was ich sage. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 Blätter, das wären wieder die 7 Kurfürsten, was dann allerdings die 4 Blüten hier darstellen sollen. Eventuell tatsächlich mal nur Verzierung. Aber wenn man hier dann einfach mal weiter scrollt, was Leiningen noch so zu bieten hat, außer ein paar schöne Schlösser, haben wir hier wieder die typischen Merowinger-Flügel. Und Moment mal, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ich nehme an, das soll so eine Art Straußenpfau darstellen. Auf jeden Fall haben wir 7 Knöpfe dran. Das ist schon wieder sehr interessant. Auch die Anordnung. 6 im Kreis, einer in der Mitte. Ne? Das sehen wir auch öfters genauso auf den Helmbacken. Das auf den Harnischen. Das sehen wir bestimmt heute auch noch mehr als nur einmal. Aber wichtig, worauf ich hinaus wollte, wo, nanu, wo haben wir es denn vorhin gehabt? Schöne Schlösser, ja, schöne Gegend, alles toll, wunderbar. Ja, auch nicht schlecht. Hier, da haben wir es, das Tier. Landkreis Bad Dürkheim. Also hier wäre es dann in Verbindung mit dieser Seitenblutlinie. Weil ich auch hier davon ausgehe, dass es Merowinger sind. Naja, also wenn so Sachen wie diese 7 Knöpfe, die 7 Pfauenaugen, die 7 Punkte um manche Schilder drumherum, also manche Wappen drumherum, nichts bedeuten würden, würden sie ja auch nicht wieder immer wieder auftauchen auf den verschiedenen Familienwappen der verschiedenen Adelsfamilien. Also dass da an dieser Symbolik also irgendwas dahinter stecken muss, da können wir uns, glaube ich, alle einig sein, oder? Bei manchen älteren Wappen, da ist es schwierig, denn wie gesagt, wir befinden uns zeitgeschichtlich gesehen immer noch gerade so am Anfang der Wappenentstehung. Und am Anfang wurden sie wahrscheinlich noch nicht so nach diesen ganz strengen Regeln der Heraldik gestaltet, die sich auch die Regeln der Heraldik haben sich ja dann auch erst mit der Zeit so herausgebildet. Aber wurden natürlich dann immer strenger reglementiert und ja, der Rang und alles ablesbar. Also da durfte nicht gepfuscht werden und auch nicht einfach irgendwas angebracht werden. Aber wie ich hier meine, sowas bedeutet ja nicht einfach irgendwas. Es taucht ja immer wieder auf, diese 7. Und auch diese Flügel tauchen ja immer wieder auf. Genauso wie die Büffelhörner. Ich habe es ja heute Morgen schon erklärt. Oder vorhin irgendwann, whatever, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja. Meiner Meinung nach sind diese Symboliken nicht einfach so sich immer wieder am Wiederholen, obwohl es sich um völlig verschiedene Familien aus geografisch völlig verschiedenen Gegenden handelt. So, als nächstes in der Liste ist Wigbold von Holte an der Reihe. Habe ich auch jetzt ein bisschen länger suchen müssen. Ich habe nichts gefunden. Keine Wappen. Keine Wappen, das ist das Problem. Das hier, ich habe ein Wappen gefunden, aber das hier. Und auch da lässt für mich darauf schließen, obwohl es ein uraltes, hier steht sogar, bla bla bla, als Sohn des Wigbold von Holte und der wohl der Radis Dreikförden entstammte er einem uralten Adelsgeschlecht mit dem Stammsitz im Osnabrücker Raum, in Klammer Holterburg. Wenn da schon so steht, uraltes Adelsgeschlecht, ja, dann ist das Merowinger Blut eigentlich, ja, was soll ich sagen, ja, ist eigentlich schon fast gesichert, aber ja, es ist für mich jetzt weder das Tier irgendwo zu erkennen, noch konnte ich ein wirkliches Wappen der Familie mit irgendwas Ähnlichem nachweislich auf diese Familie finden. Hier wäre jetzt noch mal eine zweite Variante. Ob das auch wirklich die gleiche Familie ist, weiß ich aber nicht. Bei dem Wappen hier wollte ich sagen, da ist es aber gesichert. Es wird überall über diese Familie angezeigt. Ja, und sein Bruder war auch Bischof bereits. Und ja, hier steht es auch irgendwo. Sein Onkel Ludolf war Bischof in Münster und Onkel Hermann Abt in Corvey und Tante Jutta Abtistin in Nottuln. Nottuln, ist das nicht hier bei uns irgendwo in der Nähe hier? Auf jeden Fall, dementsprechend, ja, die Familie schon mächtig, auch wenn ich am Wappen jetzt nichts ausmachen kann. Der nächste ist Heinrich der Zweite von Firneburg. Die Familie hatten wir allerdings schon. Das Wappen hatte ich ja schon erklärt, zumindest meine Deutung, ganz klar Merowingerflügel. Dann haben wir hier die 10 Reichsfürsten als Punkte auf den Backen und die 7 Kurfürsten wahlberechtigt als Rauten dargestellt auf dem Wappen. Und ja, und ansonsten, dann geht es gleich weiter, also Firneburg geklärt. Nach Firneburg kommt Graf von Jülich, Walram von Jülich, der macht es uns, Walram von Jülich, der macht es uns wieder relativ einfach. Alle Grafen von Jülich benutzen also dieses Tierwappen. Es ist wieder das gleiche Tier, schaut es euch an. Und ja, dann geht es weiter in der Liste mit Wilhelm von Gennep. Habe ich auch schon mal aufgeschlagen. Da wird es wieder ein bisschen schwieriger. Hier nichts, bei Wikipedia nichts. Dann hier, das ist das Wappen, was ich gefunden habe. Und da muss ich jetzt halt auch sagen, ja, würde ich lügen, wenn ich da irgendwas reininterpretieren kann. Habe nichts weiteres gefunden. Die von der Marx sind die nächsten an der Liste gleich zweimal hintereinander. Und zwar Adolf III von der Marx, noch nichts Auffälliges. Dann Adolf II von der Marx, sein Vater. Und dann von der Marx, Adelsgeschlecht. Sie waren eine Seitenlinie der Grafen von Berg, beziehungsweise deren Ableger.
und den Grafen von Altenaberg. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Was sehen wir hier? Das typische Merowinger Flügel-Dings-Gedöns hier. Die Punkte will ich jetzt nicht zählen. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwas Auffälliges, Schönes finden. Zum Beispiel tiermäßiges. Oh, auch sehr schön. Also, muss schon sagen. Also diese Harnisch-Wappen sehen schon cool aus. Aber hier könnt ihr sehen, das war aus der Anfangszeit. Für Amoriel Bevern 14. Jahrhundert. Das heißt 1300 irgendwas. Da sahen die Wappen also noch so aus. Während sie heutzutage dann schon eher so aussehen, nicht wahr? Also wir haben hier mehrere Wappen. Fürsten von Sedan aus dem Hause Mark. Und die haben hier zum Beispiel das Tier. Immer wenn das Tier nur zur Hälfte gezeigt wird, ist das für mich immer diese Metapher für, es kommt gerade frisch aus dem Meer. Den einen Schild dazu von Rockenhausen habe ich euch ja gezeigt. Oh, Vereinigte Herzogtümer Jülich Kleve. Kleveberg, Okay, da haben wir das Tier aber dann mehrfach, nicht wahr? Okay, ja doch, hier im Wappen drin ganz oft. Das hier bedeutet normal englische Krone, das heißt, da muss es eine Hochzeit gegeben haben. Aha, Wappen der Anne von Kleve aus dem Hause Mark als Queen Consort von England. Deswegen. Und deswegen auch die französischen Lilien, denn England und Frankreich Königshaus ist ja auch alles vermischt. Ja, nicht schlecht, nicht wahr? Und das Tier, Also das ist interessant, weil wir haben hier den Kuno von Falkenstein und ich weiß, dass wir die Familie schon hatten, aber ich finde sie hier, finde ich sie gar nicht. Da ist nur Falkenburg. Und jetzt ist es mir gerade durch den Kopf geschossen. Ach so, ja klar, ich meine, dass wir die Familie Falkenstein, wo hatten wir die? Die hatten wir beim Teil vorher, beim Kurfürstentum Trier. Ja, natürlich, hier Erzbischof Kurfürstentum Trier, aber ich bin doch hier in der Liste der Erzbischöfe für Köln. Aha, was sagt uns das? Die Familie kontrolliert mehrere Bischofstümer zu eventuell gleichen Zeiten oder unterschiedlichen Zeiten. Das müsste ich jetzt halt noch rausfinden. Aber auf jeden Fall, Falkenstein hatten wir definitiv schon in unserem vorherigen Teil. Ach nee, jetzt blicke ich's. Das ist der gleiche. Er war 1366 bis 1370 im Erzbistum Köln, aber von 1362 bis 1388 auch Erzbischof in Trier. Das heißt, er muss da irgendwie eine Doppelposition. Hat er dann beide Positionen parallel inne gehabt oder wie? Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also das sind auf jeden Fall die. Wenn ich hier auf seinen Vater klicke, Philipp von Falkenstein, und dann auf das Haus Falkenstein klicke, dann sind es die mit diesem Rad. Und wenn ich dann auf Grafschaft Falkenstein klicke, dann sind es die, welche dieses Bild hier aus der Gemeinde Landkreis Rockenhausen, wo ich sage, was ist das? Ist das Wasser? Sind das Wellen? Ist das ein Tier, das aus dem Meer kommt? Also meiner Meinung nach symbolisiert die Farbe Wasser in dem Fall auf jeden Fall, die Farbe Blau in dem Fall auf jeden Fall Wasser, denn das hier ist die Wasseroberfläche in einem etwas anderen Ton, so wie man Wasser auch wahrnimmt und die Wellenbewegung. Dann ist das doch ein Tier, das zur Hälfte aus dem Wasser kommt. Zur Hälfte ist es also schon draußen. Und es macht jetzt nicht den Eindruck, als würde es rückwärts wieder reinlaufen, oder? Also. So, der nächste in der Liste ist der Friedrich III. Von Sarwedon. Der macht es uns wieder einfach. Friedrich von Sarwedon, da kann man dann eingeben. Von Sarwedon, Grafschaft Sarwedon findet man dann zum Beispiel. Da waren die eben Grafe. Wappen der Grafschaft Sarwedon. Sieht ja erstmal harmlos aus, der römische Doppelkopfadler. Aber wenn man hier runter geht, da sieht man zum Beispiel, das möchte ich jetzt erklären, ne? Man sieht natürlich den typischen Harnisch. Und hier, das hier ist eine Papstkrone, ne? So eine Papst, so ein Papsthut, ne? Dieser fischartige Papsthut, ne? Wo aussieht wie so ein Fisch von der Seite. Das zeigt eben hier, ich war Kurfürst, Bischof. So, ne? Und hier, das ist auch Doppelkopfadler auf dem Kopf, ne? Das soll das Gleiche darstellen sozusagen. Und hier haben wir dann das Tier. Und zwar in dreifacher Ausführung direkt. Nicht schlecht, nicht wahr? Oh, hier. Nicht schlecht. Ja, reicht, oder? Ja, und
und hier ist auch noch Friedrich von Saarwedel, Erzbischof von Köln, durch die Förderung seines Großonkels, des Trierer Erzbischofs Kuno II von Falkenstein. Also ihr seht, die sind auch damals schon alle verwandt. Damals, das war im Jahre zwischen 1348 und 1414, da waren die schon alle verwandt. Merkt ihr was? Was denkt ihr, wie dieses Netzwerk heute ausgebaut ist? Ja, merkt euch den Namen Saarwedel. Ne? So, wir kommen von Dietrich II von Moers. Über den kann ich nur feststellen, dass Dietrich der zweite Sohn des Friedrich von Moers und dessen Ehefrau Walburga von Saarwedel war. Also auch da wieder Blutlinie, Merowinger. Auch wenn ich anhand der Grafschaft nichts Auffälliges feststellen kann, außer der typische Harnisch, wenn auch von der Seite dargestellt. Hier 6 Punkte und der siebte dann wieder er. Er vollendet dann die 7 Kurfürsten. So deute ich das. Ich kann es nicht besser deuten. Leider kein direkter Hinweis auf das Tier in der bekannten Darstellung. Eventuell der Tierkopf, aber das könnte natürlich auch was anderes in dem Fall bedeuten. Ansonsten leider keine Hinweise auf das übliche verwendete Tier, aber durch die Verwandtschaft zu Saarwedel, also wie ihr sehen könnt, da Verwandtschaftsgrade ohne Ende, schon damals zu diesen Jahrhunderten, im Jahre 1414, schon alle verwandt untereinander, was soll das? Ruprecht von der Pfalz, seine Eltern waren Kurfürst Ludwig III. Und Mechthild von Savoyen. Savoyen sollte eigentlich jeder kennen, Wappen von Savoyen, also den Namen sollte jeder kennen. Und hier haben wir die typischen Merowingerflügel auf einem, ja, es könnte der Löwenpantherkopf von vorne sein oder ein Affe. Hier haben wir auch das Tier nicht auf dem Wappen direkt. Und das ist eben, was ich meine, manche wollen ihr Urwappen auch nicht verunstalten. Die sagen, nee, das sieht genau so schön aus, wie es ist und das lassen wir so. Aber Savoyen, also ich meine, ich bitte euch, das sollte man eigentlich wirklich kennen. Das Haus, den Namen, der ist auch heute noch weltgeschichtlich interessant. Hier die typischen Merowingerflügel, also meiner Meinung nach Merowingerflügel. Aber sein Vater ist ja auch Ludwig III. Von der Pfalz. Ludwig der Bärtige in Heidelberg aus dem Haus Wittelsbach, also Bayern hier, ne, auch bayerisch, guck mal hier mit Büffelhörnern. Und der hat hier aber in seinem Wappen, also hier kann man sehen, das Tier, wenn auch sehr schlecht aus sehr alten Zeichnungen dargestellt. Hier, ne, da habt ihr das, wo ist denn da das Tier? So, und ja, also von daher, das ist schon merkwürdig. Und wie gesagt, es ist immer das gleiche Tier auch. Nicht wahr? Wir sehen immer das gleiche Tier. Das kann eigentlich keiner mehr abstreiten. So, der nächste im Bunde ist Hermann von Hessen. Und zwar der vierte. Und danach nochmal Hermann von Hessen, der vierte. Zweimal der gleiche. Da brauche ich jetzt keinen Beweis, dass er ein Merowinger ist. Denn Hermann der dritte war Sohn des Landgrafen Ludwig I. von Hessen. Und seine Mutter war Anna von Sachsen. Und Anna von Sachsen müsste eigentlich eine Welfenprinzessin gewesen sein. Prinzessin von Sachsen. Denn die Sachsenherzöge waren alles Welfen. War die älteste Tochter des Kurfürsten Friedrich von I. von Sachsen. Aus dessen Ehe mit Katharina, Tochter des Herzogs Heinrich I. von Braunschweig, der Welfe. Herzog zu Braunschweig-Lüneburg aus dem Geschlecht der Welfen. Aha, und die Welfen sind seit Karl dem Großen seinem Sohn, dem Ludwig dem Frommen, eingeheiratet in die Familie der Karolinger, der Merowinger. Heißt also durch die Anna von Sachsen, der, wie gesagt, Ludwig der Fromme, Sohn von Karl dem Großen, hat vom Graf Welf I. die erste Tochter, die Judith, geheiratet. Und seit diesem Moment sind Karolinger Merowinger und Welfen ein und dieselbe Familie. Dementsprechend, Hermann von Hessen ist Merowinger. Da brauche ich kein Tier sehen oder sonst was. Da weiß ich es von der Blutsverbindung her. So, dann kommt als nächstes der Philipp II von Daun. Habe ich aufgeschlagen aus dem Geschlecht Daun-Oberstein. Da habe ich Daun-Oberstein gegoogelt. Scheint mit den Falkensteins irgendwie verbunden zu sein. Denn das ist das Zeichen der Falkensteins. Das Tier, zumindest in einzelnen Gemeinden, scheint es mit denen zu sein.
Und Schloss Oberstein, genau da habe ich es gefunden, hier. Und das ist das Schloss dieser Familie, Schloss Oberstein und da im Wappen. Man kann es kaum sehen, aber da ist das Tier mehrfach abgebildet. Und da der römische Adler und auch das Rad, allerdings diesmal nicht in Blau. Ja, aber auch hier unten ist das Rad wieder und da ist es in der typischen Farbe. Ich kann es kaum erkennen. Ist es denn wirklich das Rad so klein hier? Hier haben wir seine Ahnenwappen. Ahnenwappen des Philipps II von Daun. Anlässlich seiner Aufschwörung als Kölner Domherr. Das ist also wichtig. Die wussten damals natürlich schon ganz genau, woher sie abstammen. Könnt ihr eure Familie auch so weit zurücktracen, wenn mir irgendwelche Vögel erzählen wollen, ich stamme auch von Karl dem Großen ab. Ja, zeig mal. Zeig mal. Zeig mal solche Bücher von dir, will ich gerne mal sehen. Das bin ich mal gespannt, dass du das zurücktracen kannst bis Karl dem Großen. Du kannst es wahrscheinlich nicht mal bis dahin zurücktracen, so also hört auf zu labern. Da seht ihr mal, also auch hier die typischen Merowingerflügel, das Tier, das heißt seine Ahnen durften bereits das Merowingerzeichen tragen. Meiner Meinung nach ist das das Merowingerzeichen, das Tier, sie beziehen sich auf ihren Stammvater Merowis, das Tier, das aus dem Meer kam. Und hier die typischen Merowingerflügel auch dazu und auf dem Flügel auch nochmal das Tier. Das ist seine Ahnentafel, genauso hier. Das Tier zweimal, also für mich offensichtlich. Büffelhörner auch noch. So, jetzt kommen die Schaumburgs. Drei Stück. Das sind alles drei Brüder. Die Eltern hatten 12 Kinder. Was damals für Dynastien. Gut, das war auch fürs normale Volk damals noch normal. Aber uns hat man es ja ausgetrieben. Heute bist du mit 3 Kindern schon asozial. Während Ursula von der Leyen heute noch 7 Kinder hat. Wie gesagt, freut euch bei Ursula von der Leyen und ihrem Mann auf die nächste Merowinger-Dynastie. So, Schaumburgs. Also Schaumburg, sehr interessantes Wappen. Mehr konnte ich leider nicht finden. Trotzdem sehr interessant, mal wieder die Pfauen. Diesmal werden meiner Meinung nach hier allerdings die 10 Reichsfürsten dargestellt. 1, 2, 3, 4, 5 Augen links, 5 Augen rechts. Und die 7 Kurfürsten werden hier dargestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also die schwarzen Punkte auf dem Helm. Ist aber nur meine Interpretation. Nur. Es ist schon merkwürdig, dass diese Zahlenkombination immer wieder an den gleichen Stellen stattfindet. Manchmal werden sie auch Haus Schauenburg genannt, ist aber die gleiche Familie. Was die drei Fahnen hier oben bedeuten sollen, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich waren das damals ihre Fahnen auf der Burg oder irgendwas. Kann ich nicht sagen, aber ihr seht schon, also daher kommt auch die Geschichte der Wappenheraldik von ihren Fahnen und von ihren Schilden und, und. Also für die ist das wichtig. Übrigens, ein weiteres Merkmal der Merowingerkönige, worauf die sehr viel Wert gelegt haben, waren ihre langen Haare. Und diese Harnische werden immer wieder mit diesen langen, es soll ja Haare symbolisieren, meiner Meinung nach, auch wenn es ganz klar eher ein Stück Stoff, ein Tuch ist. Aber soll das die langen Haare der Merowinger symbolisieren? Das frage ich mich die ganze Zeit, weil ganz viele dieser Harnische immer wieder mit. Ja, man könnte es als Tuch, aber man könnte es genauso auch als Haare, langer Symbolisierung von langen Haaren werten. Und die Merowinger und ihre langen Haare, das war denen schon wichtig. Hier steht es aber beim Jüngsten, habe ich es nämlich abgecheckt, beim Jüngsten Anton I von Schaumburg, da habe ich es abgecheckt, da steht es nämlich dabei. Er war das 7. von 12 Kindern des Grafen Jobst von Schaumburg und Holstein-Pinneberg. Und seine Brüder waren eben vorher an der Reihe. So, jetzt machen wir wieder welche im Schnelldurchlauf. Wir machen den Gerhard von Mansfeld. Von Wied hatten wir schon. Und dann machen wir von Isenburg. Isenburg hatten wir allerdings auch schon. Mansfeld macht es uns sehr einfach. Gerhard von Mansfeld. Und was hat er in seinem Wappen? Der Grafen von Mansfeld. Was haben wir da unten links? Das Tier. Alles klar, keine weiteren Fragen. Da können wir den hier zumachen. Und dann kommen wir eben dem Valentin von Isenburg. Die hatten wir aber auch schon. Werdet ihr gleich wiedererkennen. Hatten wir zumindest im letzten Teil. Und hier haben wir wieder die 7 Knöpfe als Symbol für die 7 Kurfürsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und natürlich die Merowingerflügel. Und sind das hier die langen Haare der Merowinger, auf die sie so viel Wert gelegt haben? So, das finde ich schön. Der Gebhard, der erste von Waldburg, der macht es uns sehr einfach. Völlig egal, wer er ist oder beziehungsweise wie sein Wappen aussieht, auch wenn es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pfauenaugen hat. Ach was. Und das Tier, also ganz ehrlich, Leute, das ist meine Symbolik, also wie ich das da rauslese, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so sehr falsch liege. Aber wichtig ist Reichsdrossesen von Waldburg. Das Haus Waldburg ist ein hochadliges schwäbisches Adelsgeschlecht, die Stammburg des ursprünglich welfisch-staufischen Ministerialiengeschlechts.
So, also was heißt das? Das sind Welfen und Staufer. Aber die Welfen und die Staufer sind sowieso verwandt. Ganz klar schon Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe waren Cousins. Also die Staufer und die Welfen, Merowinger. Und hier das Haus Waldburg ebenfalls Merowinger. So, jetzt kommt zweimal Haus Bayern. Ja, Haus Bayern. Das, und dreimal Haus Bayern. Und dann sogar ein viertes Mal noch Haus Bayern. Und was ist hier? Hier ist kein Name. Wilhelm Egon von Fürstenberg. Das ist der einzige, den ich gleich noch abchecken muss. Weil eins Bayern, zwei Bayern, drei Bayern, vier Bayern sind definitiv Merowinger. Denn die Bayern als Sohn von Herzog Albrecht dem V. und von Bayern und dessen Frau Anna von Österreich, also von Habsburg. Letztere war eine Tochter von Kaiser Ferdinand, Kaiser Merowinger. Der Bruder war Herzog Wilhelm V., also Wilhelm V. von Bayern. So seht ihr mal, wie die damals also schon alle verwandt waren. Dynastische Hochzeiten. Und Habsburger sind Merowinger, ist doch ganz klar, ist doch logisch. Könnt ihr auch gucken, Habsburger Verwandtschaft zu Karl dem Großen, das ist ja gar kein Geheimnis. Ich meine, ich bitte euch, 500 Jahre den römisch-deutschen Kaiser gestellt, da ist ja klar, dass da eine gewisse Linie vorhanden sein muss. So, ich bin ja also auf den Wilhelm Egon von Fürstenberg, der da zwischen den ganzen Bayern sich zwischengequetscht hat. Da bin ich jetzt mal drauf, ganz interessant. Fürstenberg, Fürsten von Fürstenberg-Heidelberg, Adelsgeschlecht. Wilhelm Egon stammte aus dem Adelsgeschlecht Fürstenberg, aber Moment, er war der sechste Sohn des bayerischen General, bla bla bla, und dessen Frau Gräfin Anna Maria von Hohenzollern-Hechingen. Hohenzollern, das bedeutet, das sind die Preußen, ja sowas, also preußisches Blut, gemischt mit Fürstenberg bereits im Jahr 1629. Ja, ist ja nicht schlecht, sind wir schon so weit vorangeschritten. So viele Jahrhunderte sind wir schon durch. Wir haben schon fast 400 Jahre der Geschichte des Erzbistums Köln durch. Das Kur Kölns, Kurbistum Köln, krasser Scheiß. Aber sein eigenes Wappen fand ich auch schon wirklich mega interessant, und zwar das hier. Hier haben wir nämlich wieder die Adelsstände, repräsentiert durch... Also das sieht man schon, das sind die Untersten, das sind also die Reichsritter. Das ist der Papst, beziehungsweise die Bischöfe, beziehungsweise die kirchliche, die geistliche Macht. Das ist der Kaiser, die Weltkugel. Und das, warum ich jetzt genau weiß, dass das die Kurfürsten sind und das die Reichsfürsten, zumindest der Meinung bin, wegen dieser Treppe. Die Treppe finden wir auch hier unten. Und die Treppe habe ich schon mal beschrieben als Reichsfürsten. Das kommt aber eventuell auch darauf an, wie viele Stufen sie haben. Wenn sie mit 7 Stufen gezeigt sind, sind es die Kurfürsten. Sind sie mit 2 mal 5 Stufen gezeigt, stehen sie für die Reichsfürsten. Also 7 sind Kurfürsten, 10 wären Reichsfürsten. Fakt ist, da weiß ich jetzt eben nicht genau. Eins von beiden sind die Reichsfürsten und eins von beiden die Kurfürsten. Und hier sind wieder die Pfauenaugen. Also könnten auch das die Kurfürsten sein. Aber ich habe schon mal die Treppen gedeutet für Kurfürsten. Da waren es aber 7 Stufen, also eindeutig. So, als nächstes würde nun mal Clemens August kommen. Clemens August ist aber wieder nur ein Bayer. Damit ist das Thema schon erledigt. Ganz klar, Merowinger. Dann haben wir Maximilian König von Königsegg, Maximilian Friedrich von Königsegg. Das ist hier der nächste. Und da auch ganz klar, stammt aus dem schwäbischen Adelsgeschlecht Königsegg. Ursprünglich hieß das Geschlecht Frohenhofen, nach der Burg Frohenhofen, heute ein Ortsteil der Gemeinde Frohenfreud im Landkreis Ravensburg. Oh, da haben wir ja hier schon mal das Tier wieder, und hier im Landkreis Ravensburg das Tier, sehr schön. Erscheint erstmals urkundlich 1171, also wie wahrscheinlich, dass es Merowinger sind, 95%, mit dem welfischen Ministerialien Mengus de Frohenhofe. Also auf jeden Fall schon Welfener. Mitglieder des Geschlechts waren Ministerale der Hohen Staufen, so wie ich gerade sehe. Ich meine, das ist doch Friedrich Barbarossa, oder nicht? Auf jeden Fall, ja, also ich meine die Hohenstaufen, ja, die Staufer, natürlich, Friedrich Barbarossa, und das sind auch Welfen. Ah, wir haben schon 400 Jahre Herrschaftsgeschichte im Kurbistum Köln hinter uns gebracht. Und als nächstes kommt Maximilian Franz von Österreich. Also wenn dessen Habsburger ist, dann brauchen wir da auch gar nicht groß weitersuchen. Bla bla bla, Wenzel von Österreich. Als österreichischer Erzherzog Maximilian Franz war er seit 1780 Hochmeister des Deutschen Ordens und ja, alles klar, Kurfürst und Erzbischof von Köln sowie Bitfürzbischof von Münster. Also bei den ganzen Titeln, die er hat, der stinkt ja schon nach Merowinger. Der stinkt einfach schon nach Merowinger. Römisch-deutschen Kaisers, bla bla bla. Ehefrau Maria Theresia von Österreich und Ungarn, Habsburger, bäh, Merowinger. So, der nächste in der Liste ist dann der Ferdinand August von Spiegel. Da haben wir den netten Herren.
Und das ist sein persönliches Wappen als Erzbischof, Wappen des Erzbischofs von Spiegel. Und Spiegel, Adelsgeschlecht, auch wieder nette Symbolik, 6 Punkte. Wahrscheinlich, eventuell die 6 Kurfürsten, er als Siebter in der Mitte, damit 7 Kurfürsten. Und auch 6 Zacken an den Flügeln. Normal, man kann sie nicht immer so gut zählen, in dem Fall kann man sie recht gut zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wäre er praktisch in der Mitte die Nummer 7. Aber das ist immer nur eine Deutung. Nur kann man sich halt schon mal fragen, warum sich das halt schon immer relativ oft genau gleich wiederholt. Ein Wappen konnte ich leider nicht finden. Ein weiteres Wappen, welches irgendwie ein Tier oder ähnliches zeigt. Und die Seite Wiki hier zeigt auch nur das Gleiche. Mehr konnte ich also nicht sehen. Also meiner Meinung nach eben wieder die typischen Merowingerflügel. Und was auch vielleicht noch wichtig ist, seit wann gibt es die Familie? Sie teilten sich 1338 in 2 Linien, das heißt, da gab es sie schon. Und die Familie stellte vermutlich mit Widukind zuvor, Propst des Klosters Groningen, von 1198 bis 1205 einen Abt von Cowie. Also schon ein so lange zurückdatierbares Adelsgeschlecht. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Merowingerblut ist, genauso hoch, wie dass der Penner da 2 Flügel an seinem Kopf hat. Ach so, ja, wir sind schon zu weit. Es tut mir leid, denn diese 2 hier waren, das hier war der letzte. Nicht mal, Entschuldigung, das hier war der letzte. Ab hier existiert das Heilige Römische Reich deutscher Nation zu existieren. Und das Wahlsystem zum deutschen Kaiser, das Tier-1-Wahlsystem aus der Offenbarung 13 in der Bibel, welches nichts anderes beschreibt als das Tier, welches Sie auf Ihrem Wappen abbilden und damit Ihre Abstammung zu Merowech, dem Stammvater der Merowinger, zeigen, nämlich das Tier, das aus dem Meer kam. Ja, guck an, und genau da stimmt doch wieder dann alles überein mit dem Tier aus der Bibel, welches auch aus dem Meer kam. Und während Sie 7 Köpfe in Form von 7 Kurfürsten und 10 Hörner in Form von 10 Reichsfürsten haben, welche immer ihren obersten Boss, den Partner der Partner, den Kaiser wählen, hat das Tier in der Bibel eben auch 7 Köpfe, aus denen 10 Hörner wachsen, und alle diese Hörner tragen Kronen. Also ich weiß ja nicht. So, damit haben wir 400 Jahre ungefähr, nee, fast 700 Jahre Herrschaftsgeschichte auf dem Kurbischofsthron in Köln hinter uns gebracht. So viele Leute sind es also gar nicht, die man da in fast 400 Jahren braucht. Das war jetzt doch noch, war eine Menge Arbeit, aber trotzdem alles machbar. Und ihr seht auch schon im Jahre 1400 die Verwandtschaftsgrade sehr eng. Und ja, das lässt einfach auf diese Merowinger Blutlinie im Background schließen. Und wie gesagt, viele, ganz viele, auch die Rothschilds hatten früher kein königliches Blut. Die ersten Rothschilds hatten kein königliches Blut. Und heutzutage gibt es Rothschilds, die bereits die Thronanwärterschaft in England in der Reihenfolge mit drin sitzen. Das ist durch Hochzeiten ihrer Eltern passiert. Standesgemäß in den Uradel eingeheiratet, das Kind ist auf einmal ein Thronfolger auf den englischen Thron. Aber Rangfolge 400 oder so. Lass es Rangfolge 100 sein. Es sind immer noch trotzdem 100 Rangfolgen näher dran am englischen Königsthron für die heutigen, für manche der heutigen Rothschilds, als für einen von euch. Wie lange müsstet ihr in der Rangfolge warten, um auf den englischen Thron zu kommen? Milliarden Jahre. So, also, das passiert eben durch Hochzeiten. Die Merowinger und Karl der Große, beziehungsweise Karl der Große und seine Nachfolger, hatten ja nicht gleich 1 Million Merowinger Nachkommen. Nein. Aber es gibt immer wieder neue adlige Adelsfamilien, die sich verdient machen, wie zum Beispiel die Rothschilds. Dann können sie in den Uradel einheiraten, die, wenn sie die richtigen Hochzeitspartner erwischen, sind die Nachkommen auf einmal Merowinger. So einfach ist es. Warum? Weil sie das richtige Blut haben. Und wenn die sich dann korrekt ausbilden, schlau sind, sich richtig anstellen, ihre Familie noch ein bisschen nachhilft, kommen sie in die richtigen Positionen, und von da aus nimmt alles seinen Lauf. Über die Jahrhunderte bleibt alles in der Familie. Die einzigen Gefickten sind wir. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, und das vielleicht noch als Schlusswort. Es sind nicht alle Teile so aufwendig. Es sind vor allem die Erzbistümer so aufwendig. Denn die Bischöfe haben ihr Amt nicht vererbt. Natürlich haben sie trotzdem alles dafür getan, um es irgendwie wieder in die Familie zu bringen. Sieht man ja. Aber es war nicht erblich, dieses Amt. Während die weltlichen Kurfürsten, also der König von Böhmen zum Beispiel oder die Herzöge von Sachsen, die haben immer ein Erblied, die haben immer in die Erblinie der Familie
regiert. Das heißt, da sind es immer die gleichen Familien. Das heißt, diese Teile kann ich wahrscheinlich in einem einzigen ganz kurzen Teil behandeln. Zum Beispiel die Position Herzog von Sachsen waren ja immer die Welfen. Und König von Böhmen waren halt immer die Könige von Böhmen, die dann auch Wenceslav und wie die alle hießen, in ihrer direkten Erblinie weitergegeben haben. Und wenn der direkte Erbe ausgefallen ist, ist halt der nächste familiäre Erbe dran gekommen. Also da ist es relativ schnell. Da ist es also relativ schnell durchgearbeitet, wie viele Tiere da praktisch mit drin sitzen. Und es ist nur noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, nur noch der Erzbischof von Mainz. Das wird ungefähr nochmal genauso ein großes Video. Und die anderen Positionen, König von Böhmen, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Sachsen und Markgraf bei Brandenburg, die dürften fast alle vier in ein Video passen. Müsste ich mir nochmal genau angucken. Aber beim König von Böhmen und Herzog von Sachsen weiß ich es schon. Da weiß ich es schon. Da kann ich es euch schon von vornherein beweisen, dass da dieses Zeichen, das Tier, ganz klar an diese Positionen geknüpft ist und auch ganz offen nach außen hin gezeigt wird. Und überzeugt euch selbst, es ist immer das gleiche Löwentier. Es ist nie irgendein anderes. Es ist immer das gleiche. Die Abweichungen sind so minimal manchmal. Das ist ja, also diese minimalen Abweichungen stellen nicht unter Beweis, dass es sich um andere Abbildungen handelt.